Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, eine weitere Folge aus der Reihe Weltsystemcrash von Max Otte. Und dieses Video wird mal etwas kürzer, ich hatte das Buch gerade verkehrt herum. Denn es geht hier um das Kapitel Der Abstieg der Mittelschicht. Und letztendlich heißt ja mein Kanal Mission Millionaire, hatte ich auch so umgetauft für einige Zeit. Letztendlich, denn meiner Meinung nach ist der Millionär von morgen letztendlich die Mittelschicht von gestern, ja, oder von heute, wenn soweit es sie noch gibt. Also es könnte theoretisch eben dazu kommen, dass irgendwann sowas wie eine Mittelschicht, so wie wir sie kannten, oder meine Generation, wie ich aufgewachsen bin, vielleicht gar nicht mehr so in dem Sinne gibt. Ja, sondern einfach nur noch lauter Millionäre und dann diejenigen, die von irgendwelchen Grundeinkommen oder Mindestlöhnen auskommen müssen. Dazwischen gibt es dann leider nichts mehr und das wäre natürlich sehr bedenklich. Wer weiß, was für eine Gesellschaftsform daraus sich dann entwickelt, das kann niemand wirklich vorhersagen. Aber noch zuvor eine Anekdote und zwar so ein bisschen aus der Urzeit. Man stelle sich mal vor, es gibt so ein Sprichwort, ja, als wir noch quasi in Höhlen gelebt haben, so mit den Neandertalern konkurrierten und da aufpassen mussten, dass wir von keinem Säbelzahntiger gefressen wurden, da war es nicht wichtig, der Schnellste zu sein. Ja? Es war auch nicht wichtig, der Klügste zu sein in der Herde, nicht in der Herde, sondern in der Siedlung, in dem Dorf oder in der Gruppe, wo wir eben in den kleinen Gruppen, wo wir damals lebten. Es war nicht wichtig, der Schnellste zu sein, nicht der Klügste zu sein, auch nicht der Stärkste zu sein oder der Potenteste zu sein in diesen Gemeinschaften, wo wir lebten. Es war einfach nur wichtig, schneller zu sein als der Letzte. Ja, weil der ist nämlich immer gefressen worden, die Letzten beißen die Hunde im Klartext, ja, ganz kurz gesagt. Und das trifft, ich denke mal, auch nach wie vor in unserer heutigen Zeit zu, mehr denn je vielleicht in dieser sehr schnelllebigen Zeit. Und deswegen warte nicht, ja, hol dir jetzt dieses Buch, ich verlinke.